Tick-Tack, hopp, wer kommt denn da? Das Dschungelleben ist wunderbar. Huba Huba, seine Strategie, sein Ruf, seine Philosophie. Schützt sein Land, ja er will und ja er kann. Er rettet seine Freunde und ist frei. Huba Huba, komm mit ihm dabei. Und das lockt die Insekten in die Behälter? Ja, das ist eine Mischung natürlicher Pheromone. Die Insekten erkennen den Geruch und werden davon angezogen. Und das funktioniert? Unser Freund Marzo ist der Beweis. Er hat es schon erschnüffelt. Er hat eine gute Mahlzeit in der Nase. Ah, cool. Sobald wir ein Insekt gefangen haben, zeichne ich es und dann wird es wieder freigelassen. Dann habe ich bald eine Sammlung mit den meisten Insektenarten von Palombia. Opa! Masu, mit dem Sammeln von Insekten habe ich eigentlich was völlig anderes gemeint. Tja, dann rühre ich mal noch eine Pheromonmischung an. Da hast du es, du widerwärtiges fliegendes Biest! Sie wollten uns sprechen, Madame Absan? Ja, ich will, dass ihr die Insekten erledigt. Sie wollen, dass wir alle Insekten im Dschungel mit diesen Fliegenklatschen erschlagen? Natürlich nicht, du schwachsinniger Dummkopf. Die Fliegenklatschen dienen der Bekämpfung der Insekten in meinem Büro. Und ich meine damit sofort. Umgehend. Los, an die Arbeit. Um genau zu sein, ich möchte über Absan City sprechen. Ich ertrage es nicht, dass meine Stadt von Insekten befallen wird. Ich will, dass ihr das Gebiet von all diesen entsetzlichen fliegenden Kreaturen befreit. Da brauchen wir aber eine gewaltige Fliegenklatsche. Meine Chemiefabrik bringt ein neues, revolutionäres Insektenmittel auf den Markt. Es tötet sämtliche Arten von Insekten und darüber hinaus löst es sie auf. Es gibt also keine Spuren. Sobald das Mittel fertig ist, setzt ihr es im Dschungel ein. Niemand wird den geringsten Verdacht schöpfen. Perfekt. Die Insekten in Palombia auszurotten wird ein Klacks. Dann funktioniert das also ganz ohne Fliegenklatsche? Hervorragend. Das klappt doch super toll. Und da kommt meine erste Zeichenvorlage. Bingo! Ups. Oh Mann. Okay, da muss ich noch ein bisschen was dran machen. Aber mit diesem Insekt kann ich schon mal anfangen. Masu, das ist ein Bleistift. Sowas isst man nicht. Ehrlich gesagt, als Bleistiftspitzer bist du nicht zu gebrauchen. Hubi, Hubi! Oh nein, passt bitte auf die Schnüre auf! Es ist jedes Mal der gleiche Zirkus, wenn Frau Masu die Kleinen baden will. Jetzt kann ich wieder von vorn anfangen. Hey, Moment mal, da war doch ein Gast in einem meiner Käferhotels.
Masu, nein! Was ist? Was soll das? Worauf wartet ihr noch? Na los, fangt doch an! Macht schon, ihr müsst den Dschungel ausräuchern! Sag mal, tanzt sie? Ich find's lieb von ihr, dass sie uns so aufmuntert. Sie erinnert mich an die Cheerleader damals in der Highschool. Zeigen wir ihr auch ein bisschen was. Hussa! Habt ihr zwei jetzt genug herumgealbert? Würdet ihr jetzt gefälligst all die scheußlichen Insekten im Dschungel auslöschen, bevor ich euch von der palombianischen Armee mit einer Rakete beseitigen lasse? Was bringt es sonst, das Militär zu bestechen, wenn man nicht hin und wieder um einen kleinen Gefallen bitten kann? Sofort, Chefin! Wir machen uns gleich auf den Weg! Die Operation Mega-Frühjahrsputz hat begonnen! Vorwärts! Im Handumdrehen wird dieses ultragiftige Insektizid jedes krabbelnde, summende, fliegende, stechende Insekt in Palombia auslöschen. Ihr dürft keines verschonen. Insekten haben im Dschungel nichts verloren. Es ist wundervoll. Dort unten wird eines Tages eine Stadt sein. Meine Stadt. Absan City wird sich erstrecken, soweit das Auge reicht. Und kein einziges Insekt wird dort sein Unwesen treiben. Würdest du aufhören, alles, was du siehst, in dich reinzustopfen? Du hast alle Insekten gegessen, die hier angekommen sind. Ich will sie zuerst zeichnen, dann kannst du sie auffuttern. Hey, ich glaube, da kommen welche. Hört sich an, als wäre es eine ganze Menge. Toll. Dann habe ich meine Behälter gleich voll. Masu, du hast doch keine Angst vor ein paar harmlosen Insekten, oder? Gehen wir in Deckung! Die Absahngesellschaft, wie immer. Warte, Masu. Diese Qualmwolken sehen aus, als wären sie giftig. Das ist Insektenvertilgungsmittel. Ohne den Sauerstoff in den Bui-Bui-Pflanzen wären wir jetzt vergiftet. Die Absahngesellschaft löst eine riesige ökologische Katastrophe aus. Houston, wir haben ein... Nein, haben wir nicht. Wir haben kein Problem. Alles läuft wunderbar. Die Insekten, sie hauen einfach ab. Kommt her und kämpft wie Männer. Bleibt stehen, ihr Feiglinge. Wen juckt das? Ob sie nun verschwinden oder vertilgt werden, das Ergebnis ist das gleiche. Wichtig ist nur, dass Palombia insektenfrei wird. Los, weiter! Atemschutzmaske! Hör mal, hier stinkt's ja fürchterlich. Olli, tu doch was! Ich kann nicht sehen! Was stellen diese Dummköpfe jetzt wieder an? Das war Glück! Was sagen Sie da? Ich werde Marsupilili heiraten. Masulupidilami. Die
Königin der Welt heiratet den König des Dschungels. Sie ist im Delirium. Das kommt von dem Gas. Es ist schlimmer, als ich dachte. Was ist denn mit dir? Wird sie sterben? Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Abgesehen davon, wenn es soweit kommt, dann hinterlässt sie ihr Imperium uns. Ach, sie hinterlässt uns das Absahn-Imperium? Uns? Und was ist mit ihrer Familie, Julius und Pam? Felicias Nichte und Neffe sind zu jung, um so ein gewaltiges Imperium zu leiten, wogegen wir... Felicia, Felicia, sag mir, dass es nicht wahr ist, was man hört. Dieses furchtbare Gerücht, sag mir, dass du nicht sterben wirst. Wer ist dieser Scherzbold? Absahn, Nick Absahn, Erbe des Absahn-Imperiums. Was? Masupili, Masupila, Masu, ich bin ein kleiner Koala. Wird sie sich wieder erholen? Es geht ihr gar nicht gut, glaube ich. Perfekt, also gehört alles mir. Meine liebe Schwester hat mich zu ihrem Erben gemacht. Schwester? Ja, meine kleinen Freunde. Sie ist meine Schwester. Ich bin ihr Bruder und ich übernehme jetzt die Leitung des Absahn-Imperiums. Verstanden? Sir, ja, Sir. Gut, steh bequem, Großer. Schluss mit den Bäumen. Schluss mit Absahn City. Ich werde alles abholzen und den gewaltigsten Miniatur-Golfplatz auf diesem Planeten bauen. Als erstes wird Schwesterchen aus dem Weg geschafft. Sie hat doch bestimmt irgendwo ein Schlafzimmer oder eine Abstellkammer oder irgendwas, wo wir sie hinbringen können. Oh, du! Dich kenne ich doch! Sicherheitsdienst! Ja, bitte? Schließen Sie vor Absahn in Ihrem Zimmer ein und schaffen Sie die beiden Clowns weg, die sie sich als Wachhunde hält. Masu ist beim Fischen. Jetzt schaffe ich es vielleicht mal, mein erstes Insekt zu zeichnen. Hört mal, jetzt reicht es mir mit euch. Wie soll ich meine Insekten zeichnen? Euer Vater isst sie alle auf und ihr versaut mir mein ganzes Zeichenheft. Nette Idee, dich zu schminken, mein Lieber. In deinem Alter habe ich das an Halloween auch immer gemacht. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, Masu, aber ich bin voll deiner Meinung. Du hättest nicht so ruppig mit ihnen sein sollen, Masu. Hey, kleine Masus, kommt zurück. Ich habe noch mehr Farben, mit denen ihr spielen könnt. Die armen Kleinen, sie sehen so traurig aus. Was ist los? Der Masupilami. Ist doch egal. Soll er mich verprügeln und in die Luft schleudern? Mein Leben ist sowieso ruiniert. Abserviert und auf den Müll geworfen von einem drittklassigen Playboy. Hä? Was? Er macht sich lustig über mich. Ich bin die Nachnummer des ganzen Dschungels. Seid ihr verletzt oder sowas? Und jetzt sitzen wir allein mitten im Dschungel. Oh.
Und dieses Monster, das vorgibt, Frau Absans Bruder zu sein, will aus Palombia einen riesigen Minigolfplatz machen? Ja, mit Gartenzwergen und kleinen Windmühlen, geschmacklos. Es gibt nicht mal einen anständigen Bunker. Von einem Krieger zum anderen, verehrter Marsupilami. Ich flehe dich an, mach meinem Elend ein Ende, töte mich. Wir müssen was unternehmen, Masu. Ich traue den beiden nicht. Aber wenn es wahr ist, was sie sagen, dann wird bald von Palombia nichts mehr übrig sein. Dieser Nick ist für die Umwelt eine schlimmere Bedrohung als Felicia Absan. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir eines Tages alles tun würden, um Felicia Absan zu retten, dann hätte ich ihm nicht geglaubt. Und Sie meinen, Ihre Medizin wird unsere geliebte Chefin heilen? Sie wird im Handumdrehen wieder sie selbst sein und gut in Form noch dazu. Wieder dazu bereit, alles zu zerstören. Das ist ja wundervoll. Olli, komm her, lass dich drücken, alter Freund, alter Kamerad. Wie niedlich. Also dann, ich muss jetzt gehen. Es ist Zeit, meine Weithals-Sidonie zu gießen, meinen Langzahnknöterich zu füttern und meine Immobilis in den Schatten zu stellen. Was sollen wir jetzt machen? Wir fangen endlich mit meinem neuen Miniaturgolfplatz an. Leb wohl, Absan City! Sei gegrüßt, wundervollster, bester, schönster, grünster Miniaturgolfplatz der Welt! Oh, du musst husten. Vielleicht brauchst du ja ein wenig Hustensirup. So ein Pech, wir haben keinen. Einen schönen Tag wünsche ich, Schwesterchen. Oh. Da mit seiner Hand? Das gehört dazu. Manchmal bedeutet es Halt und manchmal Los. Links oder rechts, sowas in der Art eben. Runter! Geh in Deckung! Oh, meine Kommandomission komplett im Eimer! Oh nein, sie werden Masu einfangen. Keine Sorge, Junge. Ich glaube, dein Freund ist sehr wohl dazu fähig, auf sich aufzupassen. Der Vorteil ist, dass sich die Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert, nicht auf uns. Ah, ein Ablenkungsmanöver. Du bist wirklich eine erbärmliche Kreatur. Ich habe noch nie ein so hässliches Biest gesehen. Du siehst idiotisch aus mit dieser fetten Nase und dieses Fell wie ein von Flöhen zerfressener Leopard. Was für eine Witzfigur. Ja, genau. Versuch nur, mich nachzuahmen, du armer Narr. Du wirst gleich im Eiltempo in deinen Bau zurückkriechen. Pass gut auf. Sitz, Hündchen. Bleib ganz ruhig. Gut gemacht, Masu. Die Luft ist rein. Ich kenne mich hier aus. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe absolut keine Ahnung, was diese Handzeichen bedeuten. Genau genommen sagt Olli, wir sollen ihm folgen. Unauffällig. Und er gibt uns Deckung. Oh, wir... Oh,
Ihr seid echte Komiker. Das kannst du leicht sagen. Du musst dich nicht das ganze Jahr über mit ihm rumschlagen. Können Sie das auch? Das ist doch kein Spiel, das ist eine Kommandomission. Oh. Vorsicht, pass auf! Oh, was sollen wir jetzt machen? Gleich haben wir nichts mehr auf dem Hals. Los zum Angriff! Wir laufen mit Felicia Absans Zimmer und geben ihr die Medizin, bevor sie uns aufhalten können! Angriff! Ein fettes grünes Hühnchen sitzt auf meiner Kehle. Hilft mir! Keine Sorge, Chefin. Gleich wird's Ihnen besser gehen. Oh Mann, sie muss wirklich sehr krank sein. Nein, niemand darf in ihre Nähe. Mein Bruder? Felicia Absan hat keinen Bruder. Ich habe nur eine Nichte und einen Neffen und das ist alles, was ich an Familie brauche. Oh ja, das haben wir schon vermutet. Hm? Das habt ihr vermutet, sagst du? Und habt ihr auch vermutet, dass mein sogenannter Bruder niemand anderer ist als der... Oh, allein das Wort ist mir zuwider. Der Gärtner, den ich letzte Woche gefeuert habe. Der Gärtner? Sie haben einen Gärtner eingestellt? Oh, hör auf, bitte sprich das Wort nicht aus. Oh, in einem Augenblick der Schwäche habe ich einen Mann eingestellt, der sich beschäftigt mit... der Natur. Auf jeden Fall habe ich ihn gefeuert. Den Gärtner? Oh nein, hört auf, dieses Wort auszusprechen. Bitte lasst mich jetzt allein. Ich muss mich bereit machen. Es wird Zeit, die Kontrolle über mein Imperium wieder zu übernehmen. Okay, wir müssen sowieso wieder nach Hause. Ihr seid uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wenn wir euch einsperren, vergibt uns die Chefin die Sache mit dem Gärtner. Ah, ich will dieses Wort nicht mehr hören. Es gibt eine Ehre unter Kriegern. Wir treffen uns im Dschungel wieder. Tante Diana, hast du irgendwo meine Kamera gesehen? Ich hab gedacht, du wolltest zeichnen. Ja, aber das hat ehrlich gesagt zu nichts geführt. Außer, dass ich Masu mit Snacks versorgt und die kleinen Masus in ihrer künstlerischen Entwicklung unterstützt habe. Aber ich habe eine andere Idee. Ich verstehe dich gut. Weißt du, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich zeichne all meine Blumen, aber ich habe ständig den Radierer verloren. Es ist so, ich gebe das mit den Insekten auf. Stattdessen mache ich ein Fotoalbum von der Masu-Familie. Mhm. Masu, lass mich wieder runter! Die Fotos sind echt toll. Wer weiß, wenn ich genug Fotos mache und sie zeichne, vielleicht kann ich dann eine Comicgeschichte schreiben mit Masu als Held. Die Abenteuer von Krozam und dem Masu Pilami in Palombia. Huba, huba, hopp! Ma 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 ma.